Hallöchen, wie so oft, Vlog, Time-Runde startet in der Garage. Ich habe mir gedacht, ich mache einen kleinen Vlog, wir müssen noch ein paar Sachen besorgen. Und er macht immer wieder das Auto an. Und ja, da wollte ich euch mitnehmen. Viel Spaß. Also, wir fahren jetzt zuerst nach Würsel ins Kaufland, wollte ich sagen. Nein, wir fahren zuerst zum Action. Weil durch die ganzen Umbausachen oder so, wir haben irgendwie unsere Klobürste verrudelt. Brauchen wir unbedingt eine Klobürste. Und eventuell finden wir da auch noch ein paar andere Sachen. Und ja, danach fahren wir ins Kaufland. Leergut wegbringen, Hackfleisch holen, Wasser für die Schwiegermutter und Frischkäse brauchen wir noch fürs Essen nachher. Ja. Und dann müssen wir auch schon wieder nach Hause und unsere Tochter vom Kindergarten abholen. Käse, frisch. Frischkäse. Käse. Freuen Sie sich schon da drauf? Auf Frischkäse? Ja. Das Gericht. Aber Vollkornnudeln. Wir sind jetzt im Action fertig. Was wir geholt haben, zeige ich euch zu Hause. Es ist dann doch ein bisschen mehr geworden wieder. Wie soll es anders sein? Jetzt geht's in den Kaufland. Boah, die Sonne blendet. Da geht's dann einkaufen und dann nach Hause. So, Hobi hat mich jetzt am Kindergarten rausgeschmissen. Brauche ich jetzt unseren kleinen stinkenden Karp holen. Ne? Dann gehen wir nach Hause und dann kochen wir. Hilfst du mir beim Kochen? Sehr schön. So, wie eben schon gesagt, gibt es jetzt Mittagessen bei uns, beziehungsweise ich bereite das vor. Und zwar ist das eine Zucchini-Hackpfanne. Aber Hubi mag keine Zucchinis, also haben wir das mit Paprika ersetzt und ich muss sagen, das ist super lecker. Da sind Paprika drin, da sind Pilze drin, Vollkornnudeln und ich merke gerade, dass wir nochmal los müssen, weil ich habe keine Brühe. Ich glaube, ich habe keine Brühe mehr. Auf jeden Fall ist das mit Brühe und das kommt dann alles zusammen und das ist eine Soße und das ist eigentlich total lecker. So, Hubi ist jetzt gerade los, da gehen wir Gemüsebrühe holen. Ich fange jetzt schon mal an, die Paprika zu schneiden, danach die Pilze. Und ich musste echt nochmal in die Weight Watchers App gucken, wie dieses Rezept geht. Ich hatte es echt vergessen. Naja, Wasser steht auf, danach werden, währenddessen kommen die, ich will die ganze Zeit Kartoffeln sagen, weil ich letzte Woche die ganze Zeit Kartoffeln gemacht habe. Die Nudeln kommen dann da rein und ja. Ich nehme euch einfach mal so ein bisschen mit durchs Rezept. Also ich bin immer noch am Kochen. Ich habe mir gerade Möhren geschnitten, weil ich so einen Hunger habe. Ich stand ja gerade und meine Laune ging immer mehr in den Keller. Dann habe ich mir gedacht, so, fuck, du hast Hunger. Oh, darf ich das sagen? Scheiße, ich habe Hunger. Und dann habe ich mir 3 Möhren geschnitten. Ja. Ich habe eben einen Instagram-Beitrag gemacht. Ich glaube, einige von euch folgen mir da. Und dann habe ich das ganz gut beschrieben durch Weight Watchers. Ich bin momentan wieder sehr zufrieden mit mir. Ich habe aber auch so Tage, kann ich einfach nur fressen. Ich habe einfach nur Hunger. Aber bis jetzt bin ich immer schön standhaft geblieben. Ich habe nichts gegessen aus der Reihe. Außer jetzt Sonntag, wo wir waren mit dem Kuchen. Aber heute ist so ein Tag, ne? Ich habe einfach so einen Hunger. Ich konnte alles in mich reinstopfen. Das mache ich jetzt. Ich esse Karotten. Juhu. So, Hubi hatte jetzt die Gemüsebrühe geholt hier. Die habe ich hier jetzt schon angesetzt. Da kommen auch Zwiebeln rein, aber wenn wir zu faul sind zu schälen, holen wir uns die schon mal zum Einfrieren. Und weil ich heute leider keinen Tartar bekommen habe, haben wir Rinderhackfleisch light, das ist auch okay von den Punkten. 300 Gramm, ja. Ich brate jetzt zuerst das Hackfleisch an, danach kommen die Zwiebeln dazu. Dann kommt Tomatenmark noch mit rein. Alles schön würzen und dann kommt das Gemüse dazu. Ich mache jetzt mal die Lüftung aus, sonst hört ihr nichts. So. Ich habe das jetzt alles hier reingemacht, mit Pfeffer, Salz gewürzt, noch Paprikapulver, jetzt 1 Liter Brühe rein und jetzt muss ich hier den Frischkäse reingeben, 3 Löffelchen und das dann ganz gut ziehen lassen. Boah, guck mal, wenn ich koche, ne,
Ich bin voll das Schwein. Ich versau hier immer alles. Nachdem die Nudeln fertig gekocht waren, habe ich die jetzt einfach nur mit hier reingeschüttet. Und das war's. Unser Essen ist jetzt fertig. Unsere kleine Maus hatte schon Essen im Kindergarten. Aber ich mag das nachmittags nicht so. Die bekommt dann trotzdem noch was. Ich mache da gerade Wasser warm. Die wollte nämlich Bockwürstchen haben. Dazu gibt es 2 Brötchen. Ja, wir sind ganz schlechte Eltern. Das ist so ungesund, das Essen. Nee, aber die wollte jetzt Bockwürstchen haben und 2 Brötchen. Dann bekommt ihr das auch. Hallo, das ist jetzt ein bisschen krisselig, weil es draußen schon dunkel wird. Wir haben die Vorhänge ein bisschen zu. Wir haben jetzt gegessen. Wir sind pappensatt. Vielleicht ist der Hobi gleich so nett und macht mir noch einen Latte Macchiato. Er schüttelt mit dem Kopf, er macht mir keinen. Hey. Und Hanfig. Hanna war gerade wieder frisch. Auf jeden Fall. Gerade total aus dem Konzept, weil ich glaube, sie hat ihn gehauen. Und das darf sie nicht. Und ja, Essen war super lecker. Ich habe noch eine Frage an euch. Ich wollte heute Abend einen Livestream machen. 1 Stunde lang. Und ich weiß noch nicht, welches Spiel. Was würdet ihr gerne heute sehen? Schreibt doch einfach mal bitte unten in die Kommentare, was ihr sehen möchtet. Und ja, helft mir, ein bisschen schlauer daraus zu werden.